Vollkommen in Ordnung. Vergaren wir es? Dann können wir da unten gleich weitermachen. Garn habe ich, glaube ich, hier reingeschmissen, ne? Oder? Nee, warte, halt. Garn habe ich hier oben hin reingeschmissen. Ganz links? Nee, ganz rechts. Nee, hä? Ich hatte doch... Ich hatte doch Garn. Hä, verschwindet hier immer Garn? Ich habe doch einen Garn beiseite gelegt. Das Lama-Garn, oder? Mach mich fertig, ey, ehrlich. Das ist nichts für mich. Das ist... Ich hab doch... Keine Ahnung. Ich hätte doch... Haben wir das schon verwendet? Okay, ist egal, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier verschwindet jedes Mal Garn. Weiß ich nicht, kann ja gar nicht sein. Irgendwie verschwindet immer Garn, ich weiß es auch nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir uns zwei dieser Dinger herstellen können. So, es ist... Ja, wir haben's... Oh Gott, wir sind... Naja, Hälfte würde ich nicht sagen. Noch. Vielleicht. 2, 4, 6. Vielleicht noch 7 dieser Dinger und dann haben wir einmal umrundet. 7 dieser Dinger heißt noch 14 Garn. Dass das halt mit Garn ist, ist halt gar nicht gut. Das ist halt gar nicht gut, dass das mit Garn ist. Weil es halt echt lange dauert. Wo ist denn unsere Frau? Ist sie im Haus? Was macht sie den Tag über jetzt? Geht sie trotzdem ihr Ding? Ist sie aufgestanden? Sie ist wenigstens schon mal aufgestanden. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ich denke mal, sie geht in ihren ganz normalen Tagesablauf nach, ne? Ich glaube nicht, dass sie irgendetwas anderes Aufregendes tut in ihrem Leben. Ich wollte gerade sagen, hey Händler, aber wir waren schon beim Händler. Wir gehen neue Tiere holen. Neue Trötentiere. Ding, 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 ding. Wild! Schweini, 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 Schweini! Thank you.
Lass mich mal deine Flöte spielen. Hey, nein. Einladen. Achso, du gehörst schon dazu. Oder denn? Doch. Okay, da kommt noch. Ich bin verwirrt. Egal. Wir konnten es einladen. Einladen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, jetzt kommt 6. Auch einladen. Hä? Wo kommen die denn alle her hier? Das tauchen immer wieder neue auf. Hilfe! Ach, das sind unsere, die wir freigelassen haben, oder was? Das sind, glaube ich, unsere, die wir freigelassen haben. Ach. Ach so, die können wir wiederholen. Okay, das habe ich nicht gewusst. Ach, die kann man wiederholen. Ich habe sie freigelassen und sie sind dann einfach wieder da. Ach so. Schon die ganze Zeit sagen, ja, das. Dann teste ich mal, ob ich dich auch wieder einladen kann. So. So. Ich will ja auch einfach nur, dass die Kinder zurückgelassen werden. Nee, dann kommst du erstmal, dann kommt ihr erstmal mit. Ich dachte, die wären dann für immer weg. Dass die wiederkommen, ist halt jetzt so. So, was? Ich dachte, die wären für immer weg. Deswegen vielleicht auch dieser eine Strauß, den wir da mal gefunden haben. Wo ich dachte so, hä, warum haben wir hier noch einen Strauß? Dann habe ich den ja auch wieder eingeladen. Ich habe sie erst rausgeschmissen und dann wieder geholt. Wir brauchen mehr Fell. Dieses blöde Garn. Wir brauchen auch Hartholz. Und wir brauchen auch bald wieder neue Fasern. Wir sind jetzt in dieser Faser angekommen. So. Hundert Stück. 99 ist auch 100. Könnten wir rein theoretisch auch wieder zurück ins Bett und schlafen. Weil ich gerne auch nochmal Mana treffen würde. Wir haben echt viel Zeug, ne? Wir haben wirklich, wirklich, wirklich viel Zeug. So, nochmal kurz verkaufen.
Oh, bist du doof, Mann? Junge, what's wrong with you? Mana, bist du zu Hause? Was machst du jetzt wirklich so den ganzen Tag über? Kommt sie nur zum Schlafen nach Hause? Passiert da ja nicht mehr was. Die wenigstens mit uns aufstehen würde. Volle Sau. Unsere Chilis. Und Sonnenblümchen. Mit den Chilis können wir wieder kochen. Oh, Ananas, ihr müsst aber auch langsam mal fertig werden. Ich kriege eine Macke, dass ihr so lange braucht. Alter, wie lange brauchen Ananas? Kann doch nicht sein, das muss doch auch nicht sein. Ananas, was ist los? Ich hab doch gar nichts, was gegart werden muss. Alles in der Presse. Immerhin. Inventar ist schon wieder voll. Ist davon okay? Nichts, nichts, nada, niente. Mana! Gleich. Ich bin voll, ich kann nicht mit dir reden. So, Mana, mitten in der Nacht bin ich aufgewacht und habe unser Haus umgeräumt. Aber ich mochte es nicht, also habe ich alles wieder zurückgestellt. Gott, bist du dumm. Bist du da? Knutschen! Ich würde es eigentlich schön finden, wenn sie zu Hause wäre und da dann so ein bisschen rumtüdelt, weiß ich nicht. So dass man merkt, dass man halt wirklich jetzt verheiratet ist. Bis jetzt hat sich ja für uns nicht wirklich irgendwas getan. Wir sind zwar jetzt verheiratet, aber wir haben keinen Gewinn davon. Oh, neues Fell. Schön, schön. Noch mehr neues Fell. Schön. Ein so ein Erweiterer können wir uns machen. Gibt es denn jetzt gar keine Wildschweine mehr da draußen oder was? Müssen wir nachher auch nochmal gucken.
So, einen hergestellt. Beim nächsten Fell können wir wieder was machen. Langwierig. Gott, als ob ich so viel möchte, dass hier nur alles automatisch läuft. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Ja, aber unsere Ziege geht schlecht. Will ich ja auch nicht. Bauchauer, da können wir doch garantiert was gegen tun. Gegen Bauchauer können wir doch garantiert was machen. Tier, Bauchauer, hab was gegen. So. Das freut mich, wenn Steinbock besser geht. Ich weiß nicht, wie viel wir davon brauchen. Wir machen weiter Bier. So. Kein Händler. Bisschen verkaufen. Das Hirse ist wesentlich mehr als aus am Rand. Das ist aber wurscht. Habe ich ja nichts, ne? Ich würde jetzt noch mal tatsächlich ein bisschen hochgehen und ein bisschen ein bisschen sensen. Einfach nur, weil unsere Tiere garantiert auch wieder was Neues brauchen. Also das mache ich jetzt nur für die Tiere, nicht für uns. Aber unsere Tiere brauchen auch wieder ein bisschen Futter. Auch wichtig. So. Langt erstmal. 128 langt erstmal. Tiere sind glücklich mit 128. Mal hier, fast leer, sag ich doch. Habe ich doch gesagt. Bin doch nicht doof. Können wir noch ein bisschen Hartholz sammeln. Und dann gehen wir gleich erstmal wieder ins Bett. Und schauen, was wir machen können. Aber ich denke mal, wir machen erstmal die Aufnahmepause dann. Kann ich morgen noch in Ruhe am Sonntag weiterspielen. Habe ich noch einen Baum gekriegt? Doch, einen Baum müsste ich noch kriegen.
Jetzt aber nicht mehr. So. Schön. Außerdem hätten wir noch genügend Essen. Wir hätten anbauen müssen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Warte mal, kann ich nochmal Samen kaufen bei Obi? Ja, ein bisschen was können wir kaufen bei Obi. Was nehmen wir denn? Der Ananas braucht halt auch echt lange, ne? Ich nehme Sonnenblumen. Ich habe 12 gezählt. Okay, 9. 9 sind fast 12. Ist egal. Nee, 12, doch 9. Erzählt, ist egal. Ist wurscht. Wurscht ist das wurscht. So, wir gehen jetzt ins Bett. Ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir, ja, weiß ich nicht, eigentlich immer noch das Feld weiter unten machen. Und darauf warten, dass wir ein Kind kriegen. Damit wir das Neue auch durchhaben. Aber ich frage mich, ob wir denn noch ein Haus anbauen müssen. Aber wir können das Haus nicht noch vergrößern. Aber wir haben eigentlich auch kein Kinderzimmer. Vielleicht können wir das Haus denn ja auch erst dann vergrößern, wenn sie sagt, dass sie schwanger ist. Ich weiß es nicht. Wir müssen gucken. Das sehen wir, das finden wir heraus. Jetzt bin ich aber erstmal raus. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.